Zunächst einmal gab es ein Dankeschön der englischen Fans für die tolle WM 2006. Das neue Wembley und Deutschland musste für dieses Ereignis auf 11 Stammspieler verzichten. Kein gutes Vorzeichen und die Befürchtung schien sich bereits nach 9 Minuten zu bestätigen. Panda bei seinem ersten Länderspiel gegen Richardson, Lampard mit der Führung der Engländer. Debütant Panda verliert zunächst einmal das Duell gegen Richards und dann ist Jens Lehmann ohne jegliche Chance gegen den Schuss von Lampard. Doch der Rückstand hatte für das deutsche Team Signalwirkung. Die vermeintlich zweite Garde kämpfte sich in die Partie zurück. Einer der Antreiber, Thomas Hitzlsperger. Wieder der Stuttgarter. Thomas Hitzlsperger. Und Torwart Robinson bekommt keine Verschnaufpause. Der Kapitän Bernd Schneider. Wieder Torwart Robinson und Kurani steht dort, wo ein Stürmer zu stehen hat. Der Ausgleich in der 26. Minute. Bernd Schneider düpiert den englischen Torwart, der auf eine Flanke im Feld spekuliert hat. Und Kevin Kurani unterstreicht seine Bedeutung für den deutschen Sturm, zumal er aus der Not heraus nur als einzige Spitze agierte. Und das deutsche Team blieb dran. Panda, Hitzlsperger, der starke Lahm und wieder Christian Panda. Ein Traumdebüt, das 2:1 für Deutschland in der 40. Minute. Erstes Länderspiel, erstes Tor und das im Wembley. Der Schalker Panda mit einer furiosen Woche, nachdem er im Derby gegen Dortmund ebenfalls getroffen hatte. Ein Traumschuss, fast aus dem Stand. Die Kanzlerin entzückt in der königlichen Loge und weiter unten Joachim Löw im Freudentaumel. Nur eine Minute nach der Führung, Jens Lehmann mit einem klasse Reflex gegen Owen. Geballte Fußballprominenz mit Sammer, Völler, Klinsmann und Ballack sehr zufrieden zur Pause mit der Leistung der deutschen Mannschaft. Auch ohne Frings, Ballack und Klose behauptete sich die deutsche Mannschaft auch spielerisch. Der starke Bernd Schneider und Kevin Kurani, trotz Alleinunterhalter, vorne immer gefährlich. Die Engländer erhöhten in der zweiten Halbzeit Tempo und Druck. Beckham mit einer durchschnittlichen Leistung und Dyer. Dann Eckstoß, wieder Beckham. Terry und Philipp Lahm auf der Linie. Der Münchner mit einer erstaunlichen Leistung auf der für ihn ungewohnten Position im defensiven Mittelfeld. In der Nachspielzeit hatte wiederum Kurani seinen zweiten Treffer auf dem Fuß, wieder eingeleitet durch Thomas Hitzlsperger. Deutschland gewinnt 2:1 dank kluger Taktik und Engagement das Prestigeduell gegen England. Und nicht nur für die beiden Torschützen ist und bleibt Wembley ein besonderer Ort.